Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles Age of Sorcery Gameplay mit Mods. Was machen wir heute? Heute will ich ein bisschen mehr Action bieten wie bei der letzten Folge. Das war ja doch eher so ein bisschen mehr theoretisch das Ganze angegangen. Klar, der eine Boss, den wir da noch gelegt haben, aber diesmal soll ein bisschen mehr Action da sein. Und zwar will ich hier oben, ah, ich muss umstellen. Settings, Gameplay, Deutsch, zurück, weiterspielen. Ne, jetzt. Okay, Map. Ich will in die Schwarze Feste, weil da gibt es die schicken Rüstungen, die Rezepte für die schicken Rüstungen. Ich werde ohne Pferdl gehen, weil Pferdl ist in diesen engen Gängen dort echt doof. Muss mal gucken. Fünf Stück, wie viel wiegen die? Was geht eigentlich? Nur zwei mit. Wie lange halten die? 4 Minuten, gell? Ach komm, noch mal drei drauf. Also es wären dann 40 Minuten. Wenn wir dann nicht raus sind, dann haben wir eben ein Problem. Also, grundsätzlich ist das auf jeden Fall machbar, weil wir sind natürlich mit der Dalincia hier, na, mit der Dalincia hier, gut vertreten, 35 Stärke plus 40, 75, also wir haben 55% Stärkebonus mit den plus 20 Boni, die er jetzt die Gefährten hat durch meinen Perk. Vitalität mit 7600, bah, genial. Und hier unser Fleischtank Katripia Featherstep ist mit 16.860 Leben praktisch nicht tot zu kriegen und hat auch noch einen ganz ordentlichen Stärkebonus. Wo ist meine Hupfdohle? Hupfdohle, wo bist du? Da oben hupft eine Dohle rum, aber das ist nicht die, auf die ich. Gehen wir mal ein Stückchen vorwärts. Kommt bestimmt noch nach. Wir gehen direkt zum Obelisken, rennen dann hoch und werden dann direkt ins Dungeon gehen. Da ist sie, genau, das kann ich noch. Die ist ja auch ganz ordentlich hier mit 5800 Leben. Also, das sollte hoffentlich kein Problem sein. Und selbst. Ich wollte gerade was trinken. Natürlich werde ich was trinken. In the Keep ist es kalt. In the Black Keep, in der schwarzen Feste. Und das heißt, ich sollte, wenn es geht, nicht aus dem Wasserschlauch trinken. Ich denke nicht, dass ich Buffmeat brauche zum Hoch. Temperatur hochheilen. Hochhalten. Da. 100 mit. Die wiegen ja so gut wie nix. Na. So. Geht ihr mal darüber, bitte. Danke. Und ich habe den Schild, den werde ich gleich mal reintun. Der bringt mir ja. Hier Soldor bringt mir Kälteisolierend, Mordsbonus und mit dem Nachtsichtdrang brauche ich keine Fackel halten. Das heißt, ich kann hier mit Schild und Axt arbeiten. Trinke jetzt aber gleich den, weil sonst komme ich hier mit einem Kältebuff da an. Das muss ich bloß gucken. Welcher ist es? Der ist es nicht. Der ist es nicht. Da muss es hier drüben einer sein. Der ist es auch nicht. Kinder, ihr müsst mal weg hier. Ja, die wollen da immer einen über die Schulter gucken. Ist es der? Der hier ist dann Vulkan, genau. Dann ist es hier.
Ja, da ist das Event noch gut zu wissen, aber das machen wir jetzt nicht. Wir joggen hoch. Naja. Und rein. Brauchen wir jetzt mit denen nicht rumalbern. Weil ich feststelle, von der Helligkeit geht's eigentlich. So, ich kenne mich hier nicht aus. Ich gehe immer nach derselben Taktik vor. Und zwar, ich suche mir eine Seite aus. In dem Fall hier habe ich die letzten Male eigentlich immer so gemacht. Ich gehe immer links lang. Immer links an der Wand lang. Und das heißt, irgendwann müssen wir zu diesem zentralen Punkt kommen. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Können wir noch was zum Spielen geben, sonst werden sie quengelig. Also immer links lang. Wenn es Türen zum Aufmachen gibt, aufmachen. Manchmal sind da ja auch nette Sachen drinne. Hier jetzt nicht. Hier jetzt schon, und da ist auch eine Truhe drin. Das nehmen wir mit, das können wir mitnehmen, das und das und den Rest. So. Ich schlafe nicht. Irgendwo in der Ferne höre ich ein Schluchzen, das langsame Tropfen von Wasser. Das Schluchzen hört ab und zu an auf. Das Wasser tropft immer weiter. Gab Gründe, warum ich hierher kam. Ich erinnere mich nur nicht mehr an sie. Ich bin so lange hier, dass ich selbst meinen Namen vergessen habe. Wer ich war, was ich war. Ich weiß es nicht mehr. Das Einzige, woran ich mich erinnere, sind brennende Augen. Ich schlafe nicht gut. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich definitiv nicht gut an. Sollten wir also aufpassen, dass uns nicht sowas passiert. Wie gesagt, immer links lang. Ist nix. Hier liegt was. Sorcerer Scroll. Das ist nett. Das heißt, man kann hier jetzt passend zu Age of Sorcery dann auch Ding finden. Spruch rollen. You will never
return to your den. Na? Ebenso. Blut brauchen wir nicht, haben wir wirklich genug. So, immer schön an der linken Wand lang. Ne, wir gehen hier lang, immer schön links an der Wand lang. Na, der ist nur tot. Liegt hier was? Nein. Und... Dass man die nicht staggern kann, das macht die eigentlich zu blöden Gegnern. Das habe ich aus Versehen hier Target Lock gemacht. Hier kann man durchgucken, aber da weiß ich noch nicht genau. Das soll ich ein Hinweis sein soll. Jetzt müsste der Rundgang kommen. Nee. Ich bin total daneben. Doch, doch, das, ich glaube, dass wir sind richtig. Irgendwo in einem dieser Kammern jetzt, genau. Finden wir jetzt den eigentlichen Schlüssel? Na, kommt mal ein bisschen weg hier. Genau. Ah, den müssten wir eigentlich mitnehmen. Wir haben so viel von denen gesucht. Verzweifelt gesucht. Na, der hat auch einen. Und der hat auch noch was gehabt. Ja. So. Und jetzt haben wir hier einen, du hast einen Schlüssel gefunden. Das ist, glaube ich, der wichtige Schlüssel, den wir brauchen, um nachher ganz zum Schluss in diese letzte Kammer zu kommen. Aber ich kann mich auch täuschen. Auf jeden Fall finde ich da immer einen Schlüssel. Und hier höre ich immer Spinnen. Ich habe aber noch nie welche gefunden. So, das, 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 das. Ja, das können wir auch mitnehmen. So, und dann geht es jetzt nämlich hier wieder zurück. Weil wir fertig sind. Und wie gesagt, immer links. Immer links, immer links.
Immer links. Wahrscheinlich gibt es einen viel kürzeren, einfachen Weg durch. Aber ich habe noch nicht gefunden. Ah, jetzt sind wir bei den Spinnen. Okay. Da war ich sonst noch nie. Also entweder bin ich sonst immer an der Türe vorbei. Dann machen wir die aber gerade mal fertig. Guck mal, ob ich... Ja, wieso haut ihr die nicht, Kinder? So, wann seid ihr so zaghaft? Liegt hier irgendwas? Nö. Da ist eine Kiste. Oh, das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir und das nehmen wir. Das verwirrt mich natürlich jetzt, weil, wie gesagt, hier war ich bisher noch nie. Aber gut, immer links lang. Ah, das kommt mir jetzt wieder ein bisschen bekannt vor. Das kommt mir jetzt wieder bekannt vor. Und da waren wir schon. Shitkram. Irgendwas ist mit meiner immer Links-Taktik schiefgelaufen. Linkstaktik, immer Linkstaktik. Es muss hier irgendwo noch die Treppen hochgehen. Die haben wir auch schon erledigt. Das ist jetzt hier. Okay, da sind wir rein, da geht's wieder raus. Kann ich direkt umdrehen, das weiß ich. Da gibt es keinen anderen Weg. Das ist auch soweit in Ordnung. Kommt mal weg, Kinners. Ich habe mich verlaufen. So, dann kommt man hier wieder raus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sonst hier auch mal durchgehe. Das war's nicht. Hier muss es irgendwo wieder Stufen nach oben gehen.
Augen. Das sind wir bei den Spinnen. Also, irgendwo habe ich einen seitlichen Gang verpasst. Und da kommen wir wieder zurück. Also gehe ich mal jetzt in die Mitte. Hier waren wir auch schon. Ihr seht mich verwirrt. Das ist das, wo wir auch schon lang gekommen sind. Hier sind wir hergekommen. Das passt ja alles noch. Da sind wir. Das erschrecken einen immer so, wenn die schon vorgeportet sind und kommen dann einen aus der Ecke entgegen, wo sie eigentlich gar nicht entgegenkommen sollten. So, ich trinke mal was. Und ich esse auch mal was, damit ich auf jeden Fall schon mal den Buff habe. Ist noch genau hier. Schritte in meinen Hallen, die Lebenden nahen, wie sie immer nahen. Sie wollen mich holen, doch der Fluch, der mich am Leben hält, ist stärker als sie. Ich bin auf ewig an diesen Ort gebunden. Ich bin auf immer verloren. Kommt, ihr Lebenden, ich habe die Kunst des Krieges noch nicht verlernt. Okay. Blocken. Have you nothing better, pup? Soon my teeth will taste your throat. Aber der geht runter wie Butter. Ja, aber ich auch. Und die Geißel der Menschheit besiegt. Bisschen unspektakulär, gebe ich ja zu. Da war noch einer dazwischen. Den muss man auf jeden Fall ernten, damit man das Herz kriegt. Und jetzt hier ganz wichtig. Du hast neues Wissen erworben, Stolz der lautlosen Legion, dann Geißel der Menschheit Waffen, leichte Rüstung der Lautlosen und mittelschwere. Die Waffen, das müsste Tellid Sorrow und, ach, wie heißt das andere? Also das einhändige und das zweihändige Schwert sein. Können wir uns noch kurz umgucken. Was, ja, okay, früher, ganz am Anfang, waren diese Tafeln, wir haben hier noch mehr, die waren dann so verteilt, dass man die alle anklicken musste und jede Tafel hat einen anderen Teil des Rezepts, glaube ich, gehabt. Und das war natürlich ziemlich nervig. Ja, der Kampf war ziemlich unspektakulär. Der sieht aber auch nicht gut aus. Ne, okay, dann haben sie das da doch hier.
Und genau, jetzt kommen wir hier und ihr seht genau dasselbe. Ja. Und von daher ist es wurscht, wo man es nachher anklickt. So, man kann jetzt wieder ganz normal raus. Und zwar ist das Einfachste, glaube ich, wenn man hier versucht. Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war nicht so gut. Das wäre es jetzt noch gewesen. Ganz zum Schluss hier noch beim. Ich wollte eigentlich an die Truhe ran. Das wäre jetzt der Hammer gewesen, oder? So, man kann jetzt hier, das ist ja der Überweg, den wir schon gefunden haben, man kann hier auch bis runter springen, irgendwo ins Wasser. Und es gibt auch einen Eintauchgang. Jetzt hier kommt man irgendwo raus. Jawohl. Wo ist die richtige Seite raus? Da sind wir, glaube ich, sogar schon. Und dann, na, geht's da nicht hoch? Ne. Dann geht's hier noch hoch. Dann sind wir auf der falschen Seite. Ich dachte, dass hier die Türe aufgeht. Ne, okay, probieren wir es auf der anderen Seite. Das sieht aus wie eine Tür. Geht's hier hoch? Ja. Und dann müssten wir nämlich sogar gleich wieder hier am Eingangsbereich sein. Hallo, wir suchen den Ausgang. Könnt ihr uns da bitte mal weiterhelfen? Nee, die sind jetzt ziemlich unfreundlich unterwegs. Na. Oh, ja. Na, ich weiß nicht, was halt mit der Tastatur mit der Maus los ist. Das ist doch. Okay, ja, dann immer. Jetzt immer rechts lang, dann kommen wir eigentlich zum Ausgang. Da ist er nicht. Das ist er auch nicht. Da ist er. Jawohl. Dann hätten wir das geschafft. Halbe Stunde. Hey, cool. Wir sind durch. Wir haben jetzt ein paar neue Rezepte gelernt. Gucken wir uns mal gleich an. Die werde ich natürlich auch auf jeden Fall herstellen. Lautlose Legion, oder wie heißt der? Black Legion. Da hier, Stolz der lautlosen Legion. Das ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich die beste. Was ich interessant finde, ist eigentlich was ganz was anderes. Haben die das geändert? Ich habe mal gedacht, die wäre neutral gewesen. Aber das scheint wirklich eine zu sein, die plus 2 auf Hitze hat. Das heißt, die wäre sehr gut für einen Vulkan geeignet. Aber auch okay. Und bei den Waffen haben wir jetzt einhändig, episch. Oh, da höre ich doch schon was. Ja, vielleicht sollten wir mal in aller Ruhe heimgehen und
dann in einer etwas angenehmeren Umgebung sich das angucken. Ich will jetzt allerdings noch schnell irgendwo Eislotus sammeln, weil das brauche ich für die Herausforderung. Und ich meine zu wissen, wo ich es finde. Hallo. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz Eislotus sammeln. Und dann geht's nach Hause. Den Eislotus kann ich euch schon mal zeigen. Den gibt's hier unten auf jeden Fall. Also das heißt runter Richtung Obelisk und an dem Event vorbei. Das triggern wir nicht. Über die Brücke. Und dann ein Stück links runter. Wenn wir jetzt kein Pferd dabei haben, müssen wir alles laufen. Aber das ist jetzt nicht die Riesenstrecke. Der bemerkt uns gar nicht. Ist auch schön. So, jetzt sind wir schon beim Obelisken. Und wie gesagt, den Event lasse ich mal außen vor. Ja. Stay back. Nee. So, sind wir gleich drüber. Ja, wäre schon schön, wenn ich doch das Pferd dabei. Aber in dem Verlies mit dem Pferd, das portet viel durch die Gegend, weil es keine Laufwege hat. Und da kann es dann sein, dass es eben auch mal in den Raum reinportet, wo es alleine ist, aber mit Gegnern. Also sprich alleine im Sinne, ist keiner von uns dabei. Und das ist natürlich dann super ärgerlich, weil dann kriegst du dann wieder Schaden, das kriegst du dann mit. Kriegst dann irgendwo die Zahlen zählen dann hoch. Und du wunderst dich, sag mal, wo treibt sich das Pferdel rum? Dann wäre wieder ein Named gewesen, aber wir sind heute nicht auf Thrall-Tour. Was haben wir hier? Wir haben hier ein neues Emote gelernt. Slit Throat, also Kehle schlitzen. Passt zur Situation. So, wo ist denn der Named, den ich da zerlegt habe? Hier. Oscar Thunderhead. Ah, da können wir das Ding mitnehmen, das Herz. Weil es gibt ab und zu die Herausforderung, das Herz eines Helden essen. Ich weiß nicht, ob die Nordheimer Helden oder Nordheimer Herzen damit dazu zählen. So, aber wir sind ja wegen, wir machen das mal anders. Ich will jetzt mal wissen, okay, Night Vision. Ist natürlich jetzt hier in dem Bereich ein bisschen hell, aber im Restlichen ist es okay. Okay, wenn es blitzt, ist schlimm. Dann tut es in die Augen weh. Ist okay. Machen wir nicht. Obwohl, ja, man gewöhnt sich dran. Wenn man sich an den Schmerz gewöhnt hat, dann geht es eigentlich. Da vorne um diesen Felsen rum müsste ich Eislotus finden. Und dann gehen wir zurück und gucken uns mal die Rüstung an. Machen wir auch eine und gucken auch mal, was es dann da für Stats gibt. Weil hat sich ja alles geändert mit Age of Sorcery. Das ganze Rüstungssystem. Wer bist du? Oh, es tut mir in der Seele weh. Aber wir nehmen heute keine Gefangenen. Wir nehmen heute. Oh, hey. Das war jetzt nicht nett.
Ja, gut, ich habe deinen Kumpel getötet, aber da muss man ihn trotzdem nicht hinten in den Rücken schlagen. Hier, genau. Da muss ich mal gucken. So, und da haben wir irgendwo, genau. Da haben wir Frostlotus. Ist extrem kalt, wie ihr seht. Ah, dann mache ich das jetzt wirklich mal so. Ich muss das Schild in der Hand halten, sonst kriege ich echt schon. Ich nehme schon Schaden sonst. Okay. Das heißt, wir haben eine Challenge herausfordernd. Also 700 Punkte. Reicht jetzt nicht wirklich? Oh, okay. Das wäre jetzt sowas zum Beispiel, wäre natürlich jetzt ideal, gell? Mit einer 10er-Geschichte 1500 Punkte. Aber da für den Weinkeller abschließen, das ist natürlich schon auch eine Herausforderung. Aber ich kann auch einfach bei New Asgard vorbeischauen, kriege 700 Punkte. Das heißt, ich komme dann auf 1500. Das langt auf jeden Fall. Ah, nee, ich muss ein Schild, muss ich drinnen lassen. So. Wir gehen jetzt her. Haben wir hier irgendwo noch eine Truhe zum Plündern? Jawohl. Das machen wir auch mal. Und den Rest lassen wir drinnen. Wir beamen jetzt zurück. Ich weiß, das ist nicht unüblich. Fühlt sich trotzdem jedes Mal wie Cheaten an. Und dann tun wir das hier mal raus und das hier wieder rein. Und jetzt gehen wir zum einen hier zum Schmied. Und der müsste, wenn ich mich nicht alles irrt, jetzt Telit herstellen können. Jawohl. Jammer und Leid. Und dafür brauchen wir eben jeweils dieses Herz. Also ich muss mich entscheiden. Dadurch, dass dieses Wert natürlich. Natürlich hier mit dem Bonus vom Schmied wird es richtig gut. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall eins herstellen. Das müssen wir auf jeden Fall. Ist die Frage, sollen wir den Zweihänder machen? Oder sollen wir den Einhänder machen? Das muss ich bei Gelegenheit nochmal rein und dann kann man das zweite auch noch machen. Also 22 gehärteter Stahl und 15 schwarzes Eis. Ah, ich habe noch meine Nachtsicht. 15 schwarzes Eis und 22 gehärteter Stahl. Dann haben wir hier einfach mal einen Stapel aus der Truhe. Ein Stapel aus der Truhe hier. Und so, jetzt gucken wir nochmal. Telit. Da braucht er ein bisschen. Das stellen wir jetzt mal her. Und dann vergleichen wir das mal mit dem Zweihänder, den ich ja hier ganz normal habe herstellen können. Mal gucken. Allen Dingen, was die Rüstungsdurchdringung angeht. So, dann gehen wir. Das ist das, wo ich eigentlich ganz scharf drauf bin. Also. Rüstlegion. So. Das ist schwer. Und da gibt es aber hier auch die leichte Variante. Jawohl. Da brauchen wir jeweils 9, wie es aussieht. 9, 9, 9, 9, 9 sind 45.
Und ich brauche 5 perfektionierte. Brauchen wir Katzenfell dafür. Katzenfellhammer. Haben wir hier noch welches drin? Katzenfell. Ne, haben wir gerade keins drin. Dann haben wir hier Katzenfell drin. Nochmal 100 raus. Das sollte langen. Na, geh mal zu. Katzenfell haben wir jetzt. Leicht. Also, da brauchen wir 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann brauchen wir, haben wir gesagt, 45. Da haben wir noch genug, ja. 45 Standmetallbarren. Geht mal da auf die Seite, bitte. Oh ja, kommt. Genau, jetzt. Danke. 45 Stammmetall. Oh, da hat nicht alles so viel übrig. Falsche Ding. Dann gehst du mal dahin. Und dann gehen wir hier 45. Und wir können das hier schon mal abgeben, wenn wir schon hier sind. Ja. 45. Und jetzt gucken wir leicht. Also. Handschuhe. Oberteil. Schuhe, Helm und Hose. So, wenn das durch ist, dann muss ich mich entscheiden, hau ich da Rüstungsverstärkung drauf oder nicht. Habe ich irgendwas zum Abgeben hier? Ich kann jetzt auf jeden Fall mal ausladen kurz. Wir müssen jetzt noch einen kleinen Moment Geduld haben. Ihr wollt ja bestimmt mal sehen, was das für eine tolle Rüstung wird. Also das mal hier raus. Ja, ganz mit System. Die müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit nachrennen. Kommt mal mit. Die parke ich mal. Freundlicherweise. Wieder wo sie hingehören. Kann ich auch das Essen raustun. Und fehlt eine. Wie immer. So, also. Oh, ich muss die Stühle anders hinstellen, dass ich da besser durchlaufen kann. Ja, besser. So, du stellst dich dahin. Das fehlt mir ein bisschen an dem Sidekick, Thrall Sidekick Mod. Da gab es ja diese Home Position, die man einem Begleiter zuweisen konnte und man konnte ihn dann einfach auf Befehl dorthin zurückschicken. War natürlich ausnutzbar, um das mal vorsichtig zu sagen, weil im Kampf, bevor er hops geht, mal eben schnell zu sagen, oh komm, geh heim. Hatten direkt aus dem Kampf rausgebeamt. Ja, das ist natürlich ausnutzbar. Auf der anderen Seite spielen wir PvE. Und da muss jeder für sich entscheiden, ob er sowas macht oder nicht. So, guck mal nachher dann gleich. Telezorro. Da ist es. Was hat es? 74. Wow, wow, wow. 74 ist gut. Und ich hole mir den hier drauf. Und damit habe ich 35 auf jeden Fall besser wie das, was die Kollegin bisher mit sich rumträgt. Das heißt, die kriegt ein neues Schwertel. Und ich werde auf jeden Fall nochmal in die Schwarze Feste gehen und mir nochmal ein Herz besorgen. Wegen der Einhandwaffe. Also wenn wir jetzt hier vergleichen, 69, 30
74, 35. Auf jeden Fall ein Gewinn für meine Mitarbeiterinnen. Und das, was ich jetzt hier ihr abgenommen habe, ist ja bei Gott auch nicht schlecht, ne? So, das ist mal das. Dann können wir das hier reintun. Das kann ich mal ganz schnell da oben rein. Okay, nicht. Das haben wir. Da können wir noch die Pfeile. Ich muss eh gerade runter. Und dann gucken wir mal, was die Rüstung macht. Und da bin ich mir noch nicht sicher. Soll ich sie leichter machen? Soll ich den Rüstungswert erhöhen? In der Vergangenheit war es immer ganz klar, weil man eigentlich relativ schnell gute Rüstungswerte hingekriegt hat. War eigentlich dann das eher dann so, ja, okay, dann lasse mich leichter machen. Das sind jetzt 36. Traglast. Stärke 8%. Und das vergleichen wir mal jetzt. Das ist gerade gleich und hat aber 136. Und das hat 124, also ist die Drachenrüstung sogar besser. Die Schuhe haben Ausdauer plus 12. Das kann man sich überlegen, ja. Was haben meine Schuhe? Gesundheit. Kinder, ihr seht mich enttäuscht irgendwie. Also was habe ich jetzt? Ich habe jetzt hier Gesundheit, Stärke, Waffenschaden 8%, Gesundheit 48, Ausdauer 12, Gesundheit 28. Traglast. Nee. 8% gleich, aber... Ah, halt, ich habe natürlich hier noch das Ding. Das sind 124. Und was hat das hier? Hat 136. Ja, das sind die 12 von der Plate. Gleicher Wert. Ist der gleiche Wert. Die Rüstungsverstärkung gibt 12. Ausdauer auf die Schuhe. Da habe ich hier Gesundheit. Da würde ich eher auf Gesundheit bleiben. Und die Mütze hat Gesundheit plus 48. Da sind wir besser. Da sind wir besser. Das heißt, den nehmen wir. Gucken wir nochmal, nicht, dass ich einen Scheiß erzähle. Gesundheit plus 28. 83 Rüstung. Da kommen nochmal 12 drauf. Dann sind wir beim gleichen Rüstungswert. Und haben aber 48 Gesundheit. So, dann können wir das hier reintun. Und die Hose hat. Ah, Beweglichkeitswaffenschaden plus 8%. Würde ich im Moment eher, das sind 100 Rüstungen, ist genau gleich. Okay, das heißt, bis auf den Helm. Haben wir eigentlich nicht wirklich einen Gewinn rausgeholt? Bei der Helm natürlich dann schon ein krasser Unterschied ist. Nehmen wir hier einen rüber. Und dann machen wir auch gleich wieder einen. Und dann holen wir den hier da. Da muss ich den wahrscheinlich raus, ja. So, was sind wir hier bei 83? Nee, so will ich sein. Puh.
Was meint ihr? Also ich denke, dass ich bei der Drachenrüstung bleibe. Eben mit dem Helm jetzt. Aber im Moment habe ich keinen Grund. Wenn ich da was Besseres finden würde, ja klar. Ausdauer könnte ich mir auch was Besseres vorstellen. Aber dadurch, dass ich meistens mit der starken Waffe unterwegs bin, da wo man könnte sich überlegen, die Schuhe auszutauschen, dass ich die 8% auf die Geschicklichkeitswaffen bekomme. Weil ich ja doch ab und zu mit den Dolchen arbeite. Könnte man sich überlegen, wobei ich die Dolche eigentlich nicht wegen Schaden benutze, sondern wirklich nur um Blutung drauf zu hauen und den Blutungsstapel nachher dann wiederum mit der Axt aufrecht zu halten. Ja, was soll ich sagen? Okay, nee, wir haben es abgehakt. Es ist erledigt. Wir sind durch die schwarze Feste durch. Wir haben die Rezepte geholt. Wir werden auf jeden Fall nochmal reingehen, um das Einhandschwert zu machen. Also das mit dem Zweihandschwert hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ist bisher das beste Schwert im Spiel. Also von daher war es nicht umsonst. Die Rüstung, der Helm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der Rest, naja. Im Moment eher nicht. Vielleicht gibt es irgendwann mal andere Elemente, wo man das sonst anders zusammenstellen könnte. Aber im Moment bleibe ich auf der Drachenrüstung mit dem Helm von der Silent Legion, von der lautlosen Legion. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Kombination. Und von daher passt es. Ja, das war eine weitere Folge Conan Exiles Age of Sorcery Gameplay mit Mods. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich mich da in der Schwarzen Feste etwas verlaufen habe. Schlussendlich habe ich ja den Endgegner gefunden. Den Kampf fand ich jetzt nicht so dramatisch. Der hat auch den besonders starken Schlag nur ein einziges Mal angewendet. Haben sie den genervt? Also sonst hatte ich den eigentlich in Erinnerung, egal mit wie viel Gefährten ich da drin war, der hat das Ding viel öfters rausgehauen. Also aber egal. Und wenn es euch gefallen hat, was ich natürlich ganz stark hoffe, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über Kommentare natürlich immer, ganz wichtig. Über ein Abo, das wäre riesig. Also, das wäre ganz toll, das wäre super. Und ansonsten wäre es einfach cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt, hier in Conan Exiles. Age of Sorcery Gameplay mit Mods. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen und immer schön gesund bleiben. Bye, bye.